Leute, die Special Anniversary Box 2020 ist da und das zum offiziellen Release-Tag. Ich würde sagen, let's go! Ja, Leute, genau wie mit der letzten Special Anniversary Box aus dem letzten Jahr feiern wir dieses Jahr das dritte Jubiläum des Dragon Ball Super Card Games und wir haben hier wieder vier verschiedene Boxen. Ich habe jetzt die Margin-Variante bekommen. Hier drin haben wir wieder die Special Anniversary 2020 Set Karten. 70 Stück. Dann haben wir Special Anniversary Pack 2020. 5 Random Foil-Karten von den 70 hier. Und dann haben wir hier die Vault Power Up Packs 2020. Das ist natürlich das Highlight dieser Box. Da gucken wir dann als letztes rein. Wir haben hier wieder Sleeves drin und natürlich diese Storage Box, wovon ich auf jeden Fall diese hier mit dem Super Saiyan 4 noch brauche. Und dann lasst uns reinschauen. Da das Ganze nochmal ohne Folie, sieht richtig nice aus hier die Box selber. Dann von vorne Special Anniversary 2020, die Seiten hier mit dem Margin Zeichen. Auf der Unterseite habt ihr wieder eine Kartliste und auf der Unterseite diesen hässlichen Buddy hier, Babidi. So, dann schauen wir doch mal hier rein und schauen mal an, da haben wir hier Kid Buu. Oh, bisschen verrutscht hier, aber sieht im Grunde aus genau wie die letzte Special Anniversary Box. So, da haben wir hier das Pack, kleinen Cube mit den Karten. Dann schauen wir mal, welche Sleeves wir hier bekommen. Und Leute, ich habe es echt auf meinem Instagram-Kanal gecallt, dass ich diese Sleeves hier ziehe. Und was ziehe ich? Natürlich diese Sleeves hier. Warum wusste ich das? Aber nice Sleeves auf jeden Fall. Die Karte ist echt eine schicke Karte. Und da bin ich natürlich auf jeden Fall zufrieden hier mit diesen Sleeves. Und dann zum Schluss natürlich noch unsere Packs hier. Die zwei Special Anniversary Packs und dann natürlich die 4 Volt Power Up Packs. Gut, dann lass uns erstmal in diesen Cube hier starten. 70 Karten, also eigentlich 35 mal 2. Und wir machen es wie in dem letzten Video, wir gucken einmal durch die ganzen Karten. Richtig nice. Und dann starten wir hier wieder mit Frost und ihr könnt sehen, das ist einmal komplett dasselbe. In diesen Boostern hier sind jetzt natürlich 5 random Karten in der Vollversion aus diesem Stack hier. Wir schauen einfach mal in das erste Pack, gucken, was wir da in der Vollversion rausziehen können. Und da haben wir schon als erstes hier Jiren Unison-Karte. Jiren in der Vollversion. Hier haben wir seine normale Version. Richtig nice. So, dahinter haben wir Lord Slug, Mighty Agent of Destruction. Danach haben wir Son Goku und Android 8 Bonds of the Battle. Und dahinter haben wir in der Vollversion Gokuul, The Legendary Fusion Warrior. Und als letztes Great Ape Bardock, Might of the Resistance. Machen wir weiter hier mit dem zweiten Pack. Gucken wir mal, was wir daraus ziehen können. Die Vollversion von den EX-Karten sind natürlich immer ein cooles Gimmick. Die sehen richtig nice aus hier, dieses, wenn ihr das sehen könnt, hier die Textur auf der Karte. Richtig nice. Und dann haben wir Freezer
Irate Emperor als erstes. Gotenks, The Grim Reaper of Justice. Dann haben wir Unison Janemba, Wicked Agent of Destruction. Danach haben wir Violent Rush Bojack. Und dann haben wir, ja, nice, The Agents of Destruction Strike Back. In der Vollversion. So, jetzt kommen wir zum interessanten Part. In diesen Packs sind Reprints aus alten Sets drin. Und da gibt es natürlich so ein, zwei Karten, auf die ich ziemlich heiß bin. Und dann wollen wir mal schauen, ob uns der Pack-Luck-Gott, wer auch immer es sein mag, ein bisschen Glück beschert hier. Das ist eine der Reprint-Karten, Primitive Strike. Und dahinter haben wir gleich hier Ultra Instinct Son Goku, The Unstoppable. Und den hätte ich natürlich super gerne in der Vollversion. Dann haben wir hier Elegant Assistance Helles. Und als Vollkarte haben wir Son Goku and Son Gohan Saiyans of the Earth. So, let's go. Nächstes Pack. Wir gucken mal. Ich glaube, ich kann mich erinnern, dass in den letzten Volt Power Up Packs die Vollkarte immer als erstes da war. Da musste ich das noch switchen. Das müssen wir hier jetzt nicht. Da haben wir Oop, Symbol of the Hope. Dann haben wir hier Bojack, Resonant Agent of Destruction. Dann haben wir Vegeta, The Time Regulator. Und Planet Vegeta als Vollversion. So, dann wären wir schon bei Pack Nummer 3. Da haben wir tatsächlich nochmal Primitive Strike Vegeta im Reprint. Ah, die ist auch nice hier. Das sieht, also das Artwork, also Bandai hat sich damit dieses Jahr selber übertroffen hier mit diesen Artworks. Das sieht richtig nice aus. Special Anniversary Box 2020. Kann man nur sagen, bravo, ja, bravo Bandai. Richtig nice und die wollte ich auch haben auf jeden Fall. Sehr schön. Wenigstens eine schon mal gezogen, die ich aus diesem Set in der Vollversion haben wollte. Comrades Combined Son Goku. So, und dann wären wir auch schon wieder beim letzten Pack, was sehr schade ist. Special Anniversary Box. Sehr geiles Produkt. Kann ich euch nur empfehlen. Ist natürlich hier ein bisschen Werbung, aber ihr kennt es, ihr kennt es. Natürlich auch erstmal einen dicken Shoutout an Sapphire Cards. Ich verlinke mal seinen Instagram unten für den schnellen Versand dieser Box. Also die ist tatsächlich heute hier schon angekommen, am 7.8. Für euch ist natürlich wahrscheinlich schon der, ja, sagen wir mal, der 9. oder der 10.8. Und damit machen wir hier den Sack zu. King Vegeta und Vegeta Royal Bloodline in der Vollversion. Leute, ich habe das Opening hier gefeiert. Special Anniversary Box ist da. Eventuell mache ich noch eine zweite auf hier. Eventuell mache ich das auch für mich. Wir schauen mal. Da haben wir hier nochmal die Foil Reprint Karten, die wir gezogen haben. Comrades Combined Son Goku, Planet Vegeta, Son Goku and Son Gohan Saiyans of the Earth und King Vegeta und Vegeta Royal Bloodline. Einen nicen Hit hatten wir hier aus der Box. Eine Karte, die ich ziehen wollte, haben wir gezogen. Und damit bin ich natürlich zufrieden. Wo ich richtig ausgerastet wäre, wäre natürlich, wenn wir die hier in der Vollversion gezogen hätten. Damit beende ich das heutige Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Oder schaut euch dieses Video noch 10-mal an, wenn ihr Bock habt. Trinkt viel bei dem Wetter. Es ist brutal heiß draußen, selbst hier oben in Hamburg. Geht raus, genießt die Sonne, cremt euch ein. Ich sag ciao, ich genieße jetzt draußen kühles Alster. Ich hoffe, das tut ihr auch. Macht's gut, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.